Ayo, was geht, Freunde? Alkam Staffel, ich herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play The Last of Us 2. Das letzte Mal sind wir entkommen von diesen Wichsern. Und Digga, das war auf jeden Fall eine ganz, ganz knappe Geschichte. In der letzten Folge haben wir ja sehr, sehr viel gelootet im Level, weil wir super viel Gebäude hatten, die wir auslooten konnten. Das haben wir gemacht. Und ich habe so mies vereben teilweise in der letzten Folge. Das war schon wirklich, Alter, traurig. Wie ich vereint habe, die arme Munition, die ich verkackt habe. So, tun wir uns hier erstmal ein bisschen heilen. Und diese Schlampe, die unseren Ehrenbruder Joel umgebracht hat, wurde durchgepfeilt, durchgebognetisiert. Und das hat uns natürlich super gefreut, dass eine widerliche, stinkende Krebsfotze wie die das bekommen hat, was sie verdient. Und so, dann haben wir jetzt hier auf jeden Fall die Möglichkeit, Dingens zu machen. Das machen wir jetzt aber auch nicht, weil wir noch eine Waffe haben, die komplett gedingst ist. So, vorsichtig hier rein. Ich hoffe, da geht's durch. Ich dachte, sie hätten uns. Ich weiß. Hätte ich auch gedacht, ja, das war schon wirklich böse. Also, das war wirklich, ouch. Oh-oh. Oh-oh, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Verpiss dich, du Hurensohn. Deine Mutter ist ein stinkender Krebsfuß mit extra Saft, Sahne und extra Kartoffelpüree. Du hässlicher Widerling. Sieht aus wie die U-Bahn, die wir schon mal durchquert haben. So. Wir lassen sie sich einfach gegenseitig auffressen. Das ist der beste Entscheid. Scheiße. Stimmt doch, Junge! Schieß für uns! Alter, wie viele von denen. Das schafft er niemals. Lass verpissen. Scheiß auf den Stuffs, lass verpissen. Wo lang müssen wir? Lass einfach verpissen, Digga. Die sollen sich da gegenseitig umbringen, was weiß ich, Digga. Wir verpissen uns. Die müssen ja nicht wissen, dass wir hier sind. Oh, Scheiße. Verpiss dich, du Pissnulpe! Ekliges Stinkevieh! Alles okay? Ja. Danke. Wahrscheinlich haben wir dort hinten die ein oder andere Patrone übersehen oder das andere und Stuff, aber das war mir egal. Das ist mir egal, Alter. Lass uns hier verschwinden. Das ist mir egal. Ist mir egal, egal, ist mir egal, ja, egal. Kasim Akbuga war wirklich ein toller Typ, so, ein toller Mensch. Der ist ja leider gestorben, hat sich vor uns zurückgeworfen.
hat Selbstmord begangen und das fand ich natürlich todestraurig so. Der arme Typ, Jules. Sucre, блядь. Hast du gehört, wie sie uns genannt haben? Scars. Ich frag mich, wer all die Wandbilder gemalt hat. Und die Wolfs. Warum so Scars? Ich meine, ich mag die Scars sehr gerne, aber warum heißen wir Scars? Es gibt ein Lied von Abstract, das heißt Scars. Das ist ein unglaublich geiles Lied von ihm. So eines meiner absoluten Lieblingslieder von ihm, Digga. Unbedingt anhören, wenn wir das noch nicht gemacht haben, Digga. Das ist so ein geiles Lied. Ist sehr, wie soll man sagen, so Heartpain-mäßig, aber todesgeil. Unglaublich gutes Lied. Scheiße, ich hab zu wenig, zu viel Munition. So, jetzt hier hoch. Ne, brauche ich nicht. Aber mit dem Schleichen, Digga, haben wir es gut gemacht. Also wirklich. Wir haben uns gut durchgeschlichen, mehr oder weniger. Was, wo können wir Klebebomben benutzen? Ah, dafür wahrscheinlich. Ja, gut. Brauchen wir jetzt nicht. Von Dings haben wir noch zu wenig, glaube ich. Mit 38 können wir noch nicht so viel anfangen. Vielleicht hier oder so. Ja, guck mal hier. Rückschluss und Genauigkeit. Akku, wir haben jetzt einen Speziallauf drauf. Geil. Sieht nice aus, so ein bisschen wie so eine Tomb Raider-Knarre. Und dass wir leer sind, Alter. Aber guck mal. Das fühlt sich richtig wuchtig an. Wirklich. Das fühlt sich so gut an, Digga. Wenn wir mit der Knarre zum Beispiel ziehen, das ist wirklich, also. Vom Feeling her, von dem Gefühl, wenn wir schießen, sehr, sehr gut gemacht. Das ist wirklich so Realismus und Wumms dahinter. Klang nicht wie ein Bloater. Jetzt gehen wir mal nach oben. Ich glaube, oben ist bestimmt noch was, weil unten geht's, glaube ich, gar nicht mehr weiter. Ah, siehst du? Da drüben ist noch eine Leiter. Okay. Wie kommen wir dahin? Das sollte gehen. Warte. Damit er rein ist, okay. So, hinschwingen. Jawohl. Oh, mich kratzt die Schulter, Junge. Oh, ich nehme noch die Folge auf und dann gehe ich auf jeden Fall dann später zum Friseur, Mann. Meine Oma hat eh Termin. Weil ich brauche unbedingt... Verdammt. Ah, fick dich doch, Alter. Das ist ja ganz toll. So, da können wir nicht lang, aber da müssen wir durch die Tür wahrscheinlich. Genau, anderen Weg gibt es nicht. Oh, cool. Ich muss jetzt zugucken, Digga, dass ich so viel Munition wie für die Pistole bekomme wie möglich, Digga, jetzt. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. So, jetzt. Ah, hier. Dina, hier lang. Ist noch ein Treffer. Los, weg hier. Da, Vorsicht. Scheiß, Dreck, Digga. Die werden so von denen geschlachtet, glaube ich. Holy shit.
Oh mein Gott, Mann. Oh, das ist ein Gefühl, das will ich nicht haben, Alter. Ja, die Welt ist voller Krieg, Freunde. Die Welt ist voller Krieg und voller Bösartigkeit, voller bösen Wesen. Fick dich, du Blitzer. Links von uns! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ah, scheiße, ich wollte gerade weg, Digga. Verfickt. Boah, das sieht aber geil aus, Mann. Das sieht krank aus, wenn die Typen auf dich befallen. Das sieht heftig aus. Okay, ich muss mir was anderes überlegen. Scheiße, das hat uns mies erwischt. Widerling. Weg, lass mich doch durch! Scheiße, Digga. Alter, Dana, Mann. Oh, oh, scheiße, diese Arschlöcher. Hast du was abgekriegt? Nein, alles okay. Shambler? So haben sie sie genannt? Ja, woher kommen jetzt wieder Shambler? Ich weiß auch nicht, aber sie sind ekelhaft. Todesekelhaft. Absolut ekelhaft. So. Was haben wir denn hier? Hier so eine Flasche. Hier ist Pistolenmunition. Okay, perfekt. Oh. Ja, wir haben noch wieder. Nice. Die Verletzungen sind mies ekelhaft. Mal sehen, wohin uns das führt. Lass dir Zeit. Ah, gute Idee. Geschafft. Okay. Na gut. Sieht okay aus, soweit ich das sehe. Gut. Shambler? Als wären die anderen nicht schlimm genug. So ist wohl die Natur. Tja, dann ist die Natur ein Arschloch. Na gut. Ah, cool, lecker. Stabil. Was ist das hier?
Eine Puppe. Hey, die sieht doch aus wie die Frau vom Scar-Graffiti. Ja. Warum die so ein bisschen. Das nennen? Nach dem Mist, den wir heute erlebt haben, will ich's gar nicht wissen. Schon verständlich, Mann. Und der Mist geht halt noch weiter, ne? Das ist ja das Ding. Okay, da muss ich, glaube ich, runter, ne? Geht denn? Scheiße. Holy shit, man. Okay, wir haben so oder so zu viel Shotgun-Munition, glaube ich, gehabt, von daher. Ich wäre dann soweit, hier abzuhauen. Alles cool. Ich auch. Jagdgewehr sind wir wieder voll, das ist gut. Scheiße, Digga, das war schon echt. Brrr. Heftiger Stuff. Nochmal bis Münze für die Dings. Planen wir insgesamt 4 Kugeln. Ja, nur ein bisschen wenig, aber. Problem ist, wir kriegen halt immer so vereinzelte Patronen. Hier nochmal 2 Kugeln. Wenn du mal so 3 Patronen auf einem Haufen findest, Digga, ist das schon wirklich hier so, keine Ahnung, Alter. Das ist schon wirklich. Dings. So. Ist schon wirklich Highlight hier, du Alter. So. Da gehen wir mal hier weiter. Das war durch die Tür hier. Na komm, Ellie, schaffen sie. Schaffen sie, super. Beim dritten klappt's immer. Im Normalfall. Manchmal aber auch nicht. So, okay. Ist hier irgendwas? Wichtiges? Nein, sieht nicht so aus. Na gut, halt, halt doch die Fresse, mein Gott, Mann, halt doch's Maul hier links. Heilige Scheiße, ist die Leute. Und deshalb nehme ich immer eigentlich nur in der Nacht auf. Genau deshalb. So, was haben wir denn hier? Durchstehen, du überlebst normalerweise tödlich Schaden mit geringer Gesundheit. Du hast Fluchtmöglichkeiten. Was ist das? Fertigen alle Gegenstände doppelt. Was ist das hier? Klarheit. Gegner, die du im Lauschmodus siehst, werden deutlich angezeigt. Halte 1 gedrückt, um deine Gegner durch die Wand zu sehen. Machen wir das hier. Das ist, wenn wir kurz vorm Sterben sind. Moment, kurz. Popak juckt. Ah. Kurz vorm Recken sind, glaube ich. Dass wir. Oh nein. Ich frage mich, wie lange die nach dem Ausbruch noch gefahren sind. Ich hab da oben nicht gesehen. Digga, alles ist kaputt. Die ganze Welt ist am Arsch. Nochmal Jules.
So. Hey, das Licht kommt näher. Das heißt, wir sind näher dran, hier endlich rauszukommen. Hey. Ah, guck mal hier, können wir hoch. Ja. Ja, können wir hoch, können wir hoch. Was ist das? Diese Dinge. Komm. Judenhass. Okay. Nicht Spaß. Auf geht's. Schon fast geschafft. Okay, 7 Kugeln stabil. Aber für die Pistole wäre es mir ein bisschen lieber hier, Alter. Jetzt haben wir wieder 12 hier, na gut. Holy shit! Oh oh. Oh nein. Oh nein. Verpiss dich, verpiss dich, verpiss dich. Verpiss dich. Dankeschön. Ellie, deine Maske. Hier, wir können meine teilen. Nein, 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 nein. Sie sind nicht auf. Ellie, hör auf. Ellie, stopp. Was? Nein, Ellie, nein. Stopp. Ich bin nicht infiziert. Bin immun. Ich huste nicht, siehst du? Dina? Shit. Kannst du laufen? Ja. Ja. Dann ich sie weg. Los! Die hat's nicht geglaubt am Anfang, aber jetzt glaubt sie's. Lauf, Dina! Ellie? Ich bin hier! Ich sag da mal nach links. Verpiss dich, du Hurensohn! Einfach rüber, rüber, rüber. Du Hurensohn. Holy shit! Nein, verpiss dich, du Wichser! Deine Mutter ist ein Schwarzding! Danke. Oh mein Gott, Digga. Holy shit, Bruder. Mach doch nicht diesen, wie jag mir doch diesen Schreck rein. Dina! Ich hoffe nicht, dass sie verletzt ist, Mann. Scheiße, Digga. Der Regen, es regnet. Wir könnten uns im Theater da ausruhen. Das klingt absolut traumhaft. Theater? Das ist da vorne, oder was? Nee, die meint das hier. Die Arme, Digga. Achso, da runter. Ah, cool, die haben das auch so markiert, das vernichtet. Okay, verstehe, sehr gut. Haben die auch gut gemacht. Ja, wo lang denn? Was geschafft. Ach, dort. Okay, gut. Ach, das ist frei, okay. Ich dachte, das wäre eine Tür. Habe ich nicht gesehen. Judendengel, Hassfisch. Ich hab dich. Die Arme ist komplett gesmackt. Geht's? Sauber. War alles verbarrikadiert. Aber guck mal, ist ein Sessel. Es sind mehrere Sessel. Na komm. Ein Stuhl, also mehrere Stühle, mehrere Dings. Guter Ausruhplatz auf jeden Fall. Willst du mir sagen, was mit dir los ist? Was mit mir los ist? Ellie, du hast gerade Sporen eingeatmet. Du weißt doch,
Ich bin immun. Okay. Du bist immun? Ach, komm. Ich wurde gebissen vor langer Zeit. Was zur Hölle redest du denn da? Ich wurde gebissen und nichts ist passiert. Maria und Tommy und Joel sind die einzigen, die es wissen. Wussten. Und jetzt du? Ich kann dich nicht infizieren, falls du das denkst. Ich kann dich auch nicht immun machen. Sag doch was. Ellie. Ich glaube, ich bin schwanger. Hä, wie? Von wem? Was? Keine Sorge, es ist nicht deins. Ich wollte gerade fragen, Alter. Was sollen wir... Was sollen wir denn jetzt machen? Gar nichts. Ich muss mich nur kurz ausruhen. Soll das ein Witz sein? Wie lange weißt du's? Ich bin seit ein paar Wochen drüber. Ein paar Wochen? Wir hätten noch umkehren können. Ich wusste es nicht. Ich war mir nicht sicher, okay? Ich wollte keine Umstände machen. Aber jetzt machst du Umstände, oder? Ich schau nach, ob sie sicher ist. Ruh dich aus. Scheiße, Digga. Die hat ein Baby im Bauch. Das gibt's doch nicht. Keine Sorge, es ist nicht deins. Ich wollte gerade fragen, Alter. Aber von wem hat sie mit dem Chinesen gefickt? Was ist dahinter? Okay, also das war ein Spiel, das war gar nichts. Kann ich hier rein? Das geht nicht. Digga, meine Haare nerven, Alter. Ich schwöre. Was? Schlüssel nötig. Ich kann es kaum erwarten, mir die scheiß Haare vom Kopf abrasieren zu lassen, Digga. Mach ich mir erstmal heute wieder nach langer Zeit eine Glatze. Scheiße, schwanger. Wie kann man sowas nur geheim halten? Ja gut, aber wäre Dings nicht dabei gewesen, wären wir jetzt, glaube ich, schon tot. Wer es lesen möchte. Okay. Die Notiz ist alt. Trotzdem. Lieber vorsichtig. Verstanden, dass hier irgendjemand oder irgendwas ist? Die sagt, ich bin ein lesefauler Mensch. Ich hasse es zu lesen. Ich persönlich. Hier ist noch meine Karte. Auf Janzi entspannt. Jetzt hier irgendwas, oder? Ah, warte, hier ein Dingens. Ein Seil für irgendetwas. Ein Generator. Strom also. Dann wäre hier nochmal eine Notiz. Auch die, wer sie lesen möchte, kann das gerne tun. Was ist das hier? Ich muss den Strom einschalten.
Ganz genau, der Strom. Der Strom hier oben. Ach. Die Gina, Alter. Shit. Bordin hat's erwischt. Warst wohl kein besonders guter Elektriker. Ja, sowas von ich, Alter. Sehr schön, wunderbar, toll. Ja, hier ist ein bisschen Dings. Okay, und sonst haben wir ja gar nichts mehr. Naja, wenigstens etwas, Hauptsache etwas. Und erstmal auf ganz entspannter Basis hier runter. Ich glaube, wir finden was. Ah, die Schlüssel! Die Schlüssel! Okay. Nochmal ein Dings. Wunderbar. Was kann ich denn bauen? Achso, das hier. Und. Oh, den Schall auf den Schalldämpfer kann ich pfeifen. Das braucht kein Mensch. Oh Gott. Was habe ich heute gegessen, Digga? Heute gab es. Bohnen, Digga. Ein Baguette. Serbische Bohnen, Alter. Todesgeil. Hab zwei volle Baguettes gefressen. Und da gibt's heute Abend, Digga, gibt's selbstgemachte Pizza. Oh, geil. Ein ganzer Theatersaal. Wow. Joe, du würdest es lieben, hier einen Film zu gucken. Ja gut, das ist kein richtiges Kino oder so. Das ist halt Theater im Sinne von Dings. Oder ist es doch ein Kino? Weiß ich gar nicht. Die The Sick Habit. $25 Einlass. Ja, das waren Zeiten. Als alle noch gelebt haben, Alter. Gruselig. Niemals. Eine fucking Gitarre. In guter Condition sogar noch. Lass mich raten, wieder Dingenseffekt oder nicht? Ich wusste es. Die kann das gut. Da kommen die Gefühle hoch, Digga. Da kommen die Gefühle hoch. Drei Jahre zuvor.
die kleine Ellie. Ich bin schlecht. Nein. Die muss erst mal Hornhaut wachsen, das ist alles. Ja. Okay, na los. Das ist es? Ja. Oh, shit. Scheiße, Mann. Ich rate jetzt mal. Willst du dir die Überraschung schon verderben? Keine Ahnung. Ist es ein Dinosaurier? Hör auf zu raten, ich sag's dir nicht. Okay, ist es ein Elefant? Ist es ein Cabrio? Kommst eh nicht drauf. Ist es ein Welpe? Ist es ein Haufen Kätzchen? Du meinst einen Wurf. Was ist ein Wurf? Ach, herrlich, Alter. Sei vorsichtig. Alles gut. So klein und zierlich, wie sie war. Ah! Du Wichser! Das hat er mit Absicht gemacht. Bist du verrückt geworden? Du solltest mal dein Gesicht sehen. Ich hätte ertrinken können. Du ertrinkst schon nicht. Du brauchst mehr Selbstbewusstsein, Kleine. Ja, lach nur, alter Mann. Du elendiger Wichser, Digga. Du bist schon besser. Aber denk dran, nicht rumfuchteln. Das Wasser mit dem ganzen Arm wegdrücken. Bla, bla, bla. Gut zu wissen, dass du mir zuhörst. Ellie, komm her, sieh dir das an. Siehst du, da drüben, schau. Ja. Ich sehe es. Ah, ein Elch. Sieht aus wie... Du Bastard! Und wie ist das? Erfrischend. Ja, ist nicht so schön reingeworfen zu werden, was? Tja, eigentlich müssen wir sowieso hier durchschwimmen. Schon verstanden. Du bist sehr wütend. Ich bin wirklich sehr wütend. Jetzt komm. Wie geil, Digga. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, bin ich ehrlich. Damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Geil gemacht. Einfach nur geil, Digga. Ich schwöre. Ja, ich kann das. Mit Kreis. Das tut schon weh, sowas zu sehen. So ein bisschen die Vergangenheit, als er noch gelebt hat. Ist es mein Geschichtslehrer aus der 6. Klasse, der sich entschuldigen will, weil er immer so fies war? Wie bitte? Meine Freundin und ich haben immer gemeckert, wenn er die Fireflies Terroristen nannte. Wir mussten oft nachsitzen. Du darfst dich wirklich nicht immer so leicht ärgern lassen. Ist schwer, wenn jemand so fies ist. Trotzdem. Wieder ein Tauchgang. Ja, hat sich nicht verändert, Digga. Ist immer noch der gleiche Wasser wie damals. So, ab geht der Junge. Schuhe? Wie viele hast du eigentlich davon? Nicht genug. Na geht's, alter Mann. Hier. Okay. Ach Scheiße, genug geraten. Oh, gut. Aber ist es eine riesige Comic-Sammlung? Nein, warte. Ein neues DVD-Set? Ja. Welches denn? Bloß ja. Vielleicht Laserdiscs. Die sollen mega sein. Na gut, Habibi. Dann zeig mal. Ah, ne, warte. Wahrscheinlich eine neue Gitarre, oder? Eine neue Ausflug. Wohl doch mal den Dinosaurier. Ein Dinosaurier. Ach du Scheiße, Joe. Da wären wir. Oh mein Gott, es ist ein Dinosaurier.
Das ist er. Joel! Überraschung. Ach, du Scheiße! Der Tyrannosaurus Rex. Aber was für einer, Digga. Der ganz oben. Mein Urgroßvater. Ich weiß doch, Alter, das war bei so einem YouTuber, den ich damals übertrieben gefeiert habe, der hieß Joshstart. Der hatte genauso auf Instagram so ein Bild gepostet von so einem Dinosaurier. Da habe ich geschrieben darunter, das ist mein Urgroßvater. Und der haut so raus, ich habe noch nie so was Witziges gelesen, Alter. Das habe ich gefreut. Bester Typ, Mann. Joshstart, Alter. Yoshi. Kranker Typ. Er hat mir davon erzählt. Ich dachte mir, dass das was für dich ist. Richtig gedacht. Das Museum. Oh, was ist das? Ein Buch? Ein Dinosaurierbuch. Okay. Schon gut. Oh, Mann. Willst du mal? Will ich nicht. Kein Pech. Geil. Die sieht knuffig aus. Wenn wir sie so von damals sehen, Alter, und jetzt, die ist kaum wiederzuerkennen. Na, was, Nabibi? Wohin? Wow, was macht der für Bewegungen, Digga? Das ist ein Velociraptor. Eigentlich ist es ein Deinonychus. Das sind ganz bestimmt Velociraptoren. Ja, zumindest hießen die so in diesem Film damals. Jurassic Park? Ach, Joe zeigt jetzt das komplette Museum mit den ganzen Dinosauriern. Großer Name für die Zwerge. Ja, die griffen als Schwarm an. Weißt du das auch aus einem Film? Tatsächlich ja. Aus einem anderen. Nämlich dem zweiten Teil. War aber nicht. Ja, Mann. Triceratops. Joe, guck. Das ist ein Hut auf einem Saurier. Das ist ein Hutosaurier. Stabil, Digga. Was ist denn das für ein Vieh? Brachiosaurus. Der ist auch niedlich. Sieht aus wie so ein Fischvogel. Dann haben wir den hier. Die sind auch so mit Stahlgittern befestigt, damit die nicht irgendwie abfallen oder so. Brachiosaurus frisst täglich knapp 300 Kilo Pflanzen. Muss der gepupst haben? Da war diese Szene, wo einer der Männer sagte, was für ein Scheißhaufen. Wie heißt der Film und wann können wir ihn ansehen? Ich sag dir was, wenn wir wieder in Jackson sind, Filmabend. Geil, stabil. Ah, hier, guck mal. Ist das jetzt ein neuer Trend? Bitte lass es keinen Trend sein. Das sieht cool aus, dir. Nehmen wir wieder mit. Zugrebiert. Hey, Joel. Ellie? Und wie, du nimmst ihn ab. Mein Geburtstag, meine Regeln. Ah, sie hat Geburtstag! Ja, Mann, von 14 auf 15 wahrscheinlich. Der sieht wie ein Vogel aus. In der Tat glaubten Paläontologen, dass Vögel von den Dinosauriern abstammten. Tja, Verzeihung, Herr Professor. Ich weiß auch das ein oder andere. Aus Filmen. Geh weiter. Guck mal, wie dick sein Schwert ist. Ach, geil. Tommy. Das werde ich ihm erzählen. Richtig Licht betrachtet,
Penn, Tommy. Velociraptor. Joel, das ist der, von dem du erzählt hast. Der Velociraptor. Ist der klein? Filmen kann man wohl auch nicht alles glauben. Ja, sieht so aus. Geil, Alter, dass wir so andere Sachen erleben, die wir im Originalspiel noch gar nicht gesehen haben. Ach, Freunde der Sonne. Ja, ja, Sarah liebt Museen. Das Mädchen hat mich in jedes verdammte Museum von Texas geschleift. Ach, die arme Sarah, Digga. Wie sich ein Leben eines Mannes ändern kann innerhalb schlagartigen Sekunden. Schlimm. Hast du das etwa gewusst? Es gefällt dir nicht. Wir können auch wieder gehen. Oh, sei bloß still. Hey, Joel, kannst du alle Planeten aufzählen? Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unsere neuen Planeten. So. Hallo? Alles klar bei dir? Nein, Merkur, Vater, Venus, erklärt, Erde. Oh, okay. Verstehe. Das ist echt cool. Der Mond? Weißt du, wie oft wir auf dem Mond waren? Zweimal. Sechsmal. Bist du sicher? Ja, ganz sicher. Mit mir wären es sieben. Tch. Und das ist wahrscheinlich so ein Dingens. Was ist das? Ach, die hat ein Tagebuch, immer noch. Das hier, guck mal. Oh, Hammer. Wo ist das Lenkrad? Mondfahrzeuge haben keins. Sie haben Joysticks. Ha. Moment. Ist das der echte? Da die echten auf dem Mond geblieben sind, eher nicht. Was ist da vorne? Das sieht aus wie eine Kapsel, auf dem die gelandet sind wahrscheinlich. Nachdem sie von der Dinge zurückgekommen sind. Wow. Nicht so schnell, junge Dame. Wenn du ins Weltall willst, brauchst du einen Helm. Oh, klar. Wie dumm von mir. Kann man so das Ausstückstück jetzt? Kann man sie einfach nehmen? So cool. Wie riecht's da drin? Nach Weltall. Und Staub. Ganz viel Staub. So sieht es also da drin aus. Interessant. Vorsicht. Wow. Was zum Teufel? Oh. Okay. Wow. Wow. Das sind eine Menge Knöpfe. Echt abgefahren. Mann. Kannst du dir das vorstellen? Happy Birthday, Kleiner. Was ist denn das? Was ist das? Das ist etwas, das richtig schwer zu finden war. Hier. Ich glaube, das ist das Lied, was sie auf der Gitarre gespielt hat, oder? Du wirst es mögen. Okay. Ach so. Oh.
seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. Jetzt stellt sie sich das sozusagen vor, wie das wäre. Geil, Digga. Sehr geil. Jetzt ist sie sozusagen in einer Art Welt an dem Gedanken. Da kommen die Träume, Digga. Da kommen die Gedanken. War das okay? Willst du mich verarschen? Gern geschehen. Na, was meinst du? Sehen wir uns noch ein bisschen um? Ja, okay. Ja. Das muss eklig sein, in so einer Welt aufzuwachsen, Digga. Hey. Willkommen auf der Erde. Ja. Ein Wappenzeichen, Digga, geil. Nice. Ach, oh, Freunde der Sonne, aber muss wirklich widerlich sein. Kein Dingens, kein gar nichts. Ein 15-jähriges Mädchen mit einer Knarre bewaffnet, Alter. Ich habe das Gefühl, eines Tages wird es sogar so weit sein, dass wir das so eklig erleben werden. Wenn wir so weitermachen mit der Erde, genauso wird es sein. Die komplette Erde wird kaputt sein. Sauber, mein Bester. Da vorne ist noch mehr Museumszeug. In dem Gebäude war ich noch nie. Dann los. Und wie genau? Hey, oh Gott. Warum musst du immer auf mir rumhacken? Komm hier runter. Nein. Hey, wer hat heute Geburtstag? Hör endlich auf damit. Na, dann spring doch mal rein. Wir müssen noch mehr erkunden. Na komm schon, Bibi. Geronimo! Geil, Alter. Toll. Ehrenmann. Was ist hier drin? Naturelle Historie, ja? Das klingt schon mal cool. Ich mach die Tür für dich auf. Komm, sei kein Spielverderber. So. Okay. Und hoch. Sauber, schön hoch hier. Vorsichtig unten. Nice. Okay, schlechte Neuigkeiten. Irgendein Mist blockiert die Tür. Dann sieh mal nach, ob ich anderswo rein kann. Ich gehe außen rum. Okay, sei vorsichtig. Und du auch. Hier gibt's Naturkundemuseum. Ah, wir haben noch eine Knarre. Ich hoffe nicht, dass wir die benutzen müssen. Alles Gute, Kumpel. Was ist das hier? Nochmal ein Sammelstück.
Ich hoffe nicht, dass Dingens kommen, Alter. Diese, du weißt schon was. Sie haben, was ich habe für sie getötet. Ja, ich weiß. Er braucht eine Umarmung. Aber sowas von. Es ist dunkel hier. Die vier Soldaten am Tor. Der letzte hat geweint. Scheiße. Komm raus, Arschloch. Oh, spielen wir jetzt die ganze Sequenz mit Ellie? Ah, wo wir die Taschenlampe aktivieren müssen. Na gut. Ja, diese ganzen Sachen, die das juckt ja gar nicht eigentlich. Der Typ ist einfach nur ein Psycho. Hier ist kein Licht. Ja, wenn ich komme, gibt es sehr viel, ich meine, mein Lieber. So, wer es lesen möchte. Warte mal. Nee, nee, her damit. Ja, schon gut. Es gibt kein Licht. Mit mir schon. Oh, die Wölfe, die ist sie böse sein können. Ach du lieber Gott. Ein Schwein. Ein scheiß Schwein, Digga. Jesus Christ. Lügner. Ich bin hier. Das war ein Wildschwein, Junge. Nur irgendein Tier. Gut, wir sollten weiter. Ich will ein Feuer machen, bevor es zu dunkel wird. Na komm. Das Zeichen der Fireflies. War's das? Ich glaube schon. Ja, Freunde. Seattle Tag 2. Dame Joel, Mann. Dame Joel. Aufstehen, meine Liebe. Aufstehen, aufstehen, raus aus den Federn. Wo ist die andere Madame? Ich hoffe, dir geht's auch gut. Gehen wir mal zu dir zurück, Digga. Nicht, dass dir irgendwas passiert. Yo. Habibi. Scheiße, wo ist sie? Gina! Wo bist du? Geh doch nicht weg, Schwester! In deinem schwangeren Zustand! Warte mal, war das eine Flasche? Ah, scheiße, nichts. Gina! Gina! Du alte Fotzgöre! Scheiße, Digga. Ich glaube, die kotzt der Baby aus, oder? Hey. Na, wie scharf findest du mich gerade? Ziemlich scharf. Was hast du gemacht? Eine Verbindung war lose. Die Antenne. Sie haben mich gesehen. Gut. Dieser Kerl. Owen. Er wird vermisst.
Vielleicht hat Tommy ihn erwischt. Vielleicht. Was ist mit ihr? Bis jetzt nichts. Einheit Romeo, komm zu Standort 2. Wiederhole, bitte zu Standort 2 kommen. Bestätigen. Also, die Zahlen stehen für Orte. Dieser TV-Sender hier, das ist die 6. Aus der 2 kommt eine Menge Lärm, also ist das wohl ihr Hauptquartier. Das hilft. Hör mal. Letzte Nacht, das... Das war dumm. Verluste gemeldet in Schürzling. Alle verfügbaren Einheiten melden. Over. Hier Standort 13. Einheit Lima in der Nähe. Wie viele Stars habt ihr? Over. Negativ. Keine Stars. Männliche Eindringling. Bewaffnet. Männliche Eindringling? Tommy, wo ist die 14? Ich bin mir nicht ganz sicher. Okay, dann rate. Also, wenn das die 7 ist und hier drüben die 12, dann müsste es irgendwo hier sein. Hillcrest. Okay. Dina? Ja. Nicht gut. Hey. Ich übernehme das. Du überwachst sie, okay? Ja, okay. Warte. Gib her. Als Glücksbringer. Ich glaube nicht an Glück. Ich schon. Mit den offenen Händen sieht sie schon aus wie die Ellie aus dem Trailer. Gut. So langsam geht's auch mehr in Fahrt, Alter. So langsam wird's risch. Inshallah, wir sind auch schon im zweiten Tag. Hillcrest. Okay, Hillcrest. Bin ich ja richtig? Oh oh, nicht gut. Okay, Freunde, da würde ich sagen, wir suchen Tommy in der nächsten Folge weiter. Wir sind jetzt in Folge 6. angelangt und haben auch die Folge 6 auch beendet. War eine sehr spannende Folge. Wir haben vieles gesehen, vieles erlebt und ja, ich bin gespannt, was wir in der nächsten Folge alles erleben werden. War teilweise sehr, sehr ja, schmerzerdrückend, wie die zum Beispiel diese Vergangenheitsgeschichte mit Ellie und Joel, als er noch gelebt hat und kurze Zeit später halt. Naja, wisst. Na gut, Freunde. Das war's mit der Folge gewesen und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne ein Like und ein Abo da, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Checkt die Meets und fickt die Juden, ihr wisst Bescheid, Freunde. Haut rein!